Hallo, heute ein Video zum Thema positiven Denken. Positives Denken ist nicht gleich positives Denken. Ich meine mit positivem Denken ein lösungsorientiertes, optimistisches Denken und nicht das positive Denken, das viele im Kopf haben. Ich gebe ein Beispiel. Ich stehe an einer vielbefahrenen Straße und ich denke mir, ach, wird schon gut gehen, ich denke jetzt positiv und lauf drauf los. Das würde niemand machen. Positives Denken bedeutet, okay, ich muss von hier nach da, über diese Straße. Ich weiß, ich bin mir bewusst, ich werde es schaffen. Ich gucke jetzt nach einer Ampel oder nach einem Fußgängerübergang. Positives Denken ist nicht immer von Nutzen. Martin Seligman sagt, frag dich immer, wie hoch ist der Preis? Ein Beispiel dazu. Ihr seid auf einer Party und ein Freund hat zu viel getrunken und möchte dann mit dem Auto nach Hause fahren. Wahrscheinlich werdet ihr dazwischen gehen, weil ihr wisst, okay, in dem Zustand ist nicht gut, wenn er fährt. Auch hier könnte man jetzt wieder sagen, einfach positiv denken, der ist schon öfters betrunken gefahren, wird schon gut gehen. Der Preis ist zu hoch. Die Sicherheit eures Freundes und auch der anderen Verkehrsteilnehmer wiegt deutlich schwerer als dieser positive Gedanke. Der Mensch ist an sich eher pessimistisch geprägt. Das liegt in unserer Frühgeschichte. Ja, der Steinzeitjäger, der über die Prärie läuft und sich an den schönen Blumen erfreut und am Sonnenschein und dann da hinten diese kuschelige Katze sieht. Das ist der Steinzeitmensch, von dem wir nicht abstammen. Wir stammen von dem Steinzeitmenschen oder Jäger ab, der über die Prärie läuft, einen Raschen im Gebüsch hört und anfängt zu rennen. Denn das könnte ein Raubtier sein. Also wir Menschen sind eigentlich grundsätzlich pessimistisch geprägt. Wir müssen das optimistische oder das positive Denken üben, aber eben nicht im Sinne von, ich setze mir jetzt eine rosa-rote Brille auf. Mein Tipp, wenn ihr das nächste Mal vor einer Herausforderung steht, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe hier eine Aufgabe, ich habe hier ein Problem, dann versucht mal nicht das Problem zu sehen, sondern versucht die Lösung zu sehen. Geht lösungsorientiert ran, das ist positives Denken. Okay, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.